Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Marina. Heute bin ich draußen. Es ist wahnsinnig tolles Wetter. Also, wer mich noch nicht kennt, ich bin Marina. Ich lebe seit 8 Jahren auf Mallorca. Heute ist Ostersonntag, was haben wir denn heute? 17.04.2021. Es tut mir leid, ich kneife die Augen ein bisschen zusammen, weil ich habe meine Brille abgesetzt, weil die ist dunkel und ich weiß nicht, ob das. Entschuldigung. Ich habe zu kleine Ohren. Sieht ein bisschen doof aus mit der dunklen Brille. Deswegen habe ich die abgesetzt. Ich brauche die ja nur in Anführungsstrichen zum Lesen. Also ohne kann ich gar nichts mehr lesen. Deswegen habe ich hier meine kleine Ersatzbrille geholt, mit der ich dann zur Not lesen kann. Ich habe mir aber einige Sachen extra groß aufgeschrieben. Also ich kneife die Augen ein bisschen zusammen. Die Sonne steht so schräg über mir. Da kommen die Wuffels. Hallo, ihr zwei. Na, kommt mal her. Nina? Du auch? Ja? Ach, komm mal her, Schatz. Guck mal, da ist die Nina auf der linken, rechten Seite und Charlie auf der linken. Guck mal da in die Kamera. Die Leute wollen euch doch immer sehen. Ha? Ihr zwei? Ja. Wir waren eben ein bisschen spazieren. Heute ist ja Sonntag und ich habe frei. Hab lange geschlafen. Ja. Und hab gedacht, jetzt nehme ich mal eben schnell ein Video auf, bevor meine Nachbarn da wieder mich beschallen, da hänge ich euch noch mal einen kleinen Clip hinten dran. So, ich bin kaum mit meinem Video fertig. Fangen meine Nachbarn wieder an, mich zu beschallen. Ich zeige euch das mal eben. Hier ist noch ein Grundstück dazwischen. Da steht ein Auto, wo die Tür mal wieder auf ist. Und die haben halt sehr gute Boxen. Und das ist jetzt aber noch leise. Da ist niemand, aber sie machen Musik, um mich zu ärgern. Das hat aber noch ein Nachspiel. Ich habe schon eine Idee. Ich habe ja seit 2 Jahren neue Nachbarn und mit denen Ärger. Und die machen jetzt immer sehr laut Musik. So laut, dass alle Nachbarn mithören. Naja, egal. So, wie gesagt, es ist wunderbares Wetter. Wir hatten gestern 26 Grad. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist es nicht so warm im April. Aber es gibt natürlich Tage, wo es so ist. Und heute, jetzt haben wir im Moment 23, habe ich gerade gesehen, hier auf meiner Terrasse. Es ist bestimmt noch 3, 4 Grad wärmer, weil ich halt hier so ein helles Dach habe. Und wenn die Sonne knallt, dann staut sich hier die Wärme. Da muss ich dieses Jahr auch noch irgendwie eine Lösung finden, weil sonst kann ich es dann auch wieder nicht aushalten. Und wie ihr seht, habe ich hier hinter noch die Folie dran, so halb runter, weil übermorgen soll es wieder regnen. Und das ist die Seite, wo es immer reinregnet. Und die mache ich dann runter. Und das hält natürlich auch noch ein bisschen den Wind ab, ist klar. Also insofern hier in der Ecke, wo ich jetzt sitze, staut es sich. Ich hänge euch hinten dran wieder schöne Fotos. Unter anderem habe ich mir so eine Weitwinkelaufnahme gemacht von meiner kleinen Oase, wie ich sie nenne. Ich bin liebend gerne hier draußen. Leider vergällen mir da meine Nachbarn das in letzter Zeit. Musik hören ist ja okay, aber es muss ja nicht so laut sein, dass ich meine Musik voll laut machen muss oder Kopfhörer tragen muss, damit ich nicht ständig beschallt werde. Ich habe versucht, mit denen zu reden, bringt nichts. Gestern habe ich dann mal sehr großzügig meine Blumen gegossen. Und irgendwie ist ganz komischerweise da zweimal ganz kurz ein Strahl rüber. Also schon merkwürdig, so wie sowas passieren kann, ne? Zumal ja noch ein Grundstück dazwischen ist. Ja, so. 14 Tage sind rum. Ich habe nicht viel geschafft. Das heißt, das Video wird auch hoffentlich nicht ganz so lang wie sonst immer, wo ich ja immer sage, ja, ich mache nicht so lang und dann blablabla. Erstmal möchte ich mich ganz, ganz lieb bei euch bedanken für den Zuspruch, die vielen, vielen tollen Kommentare, die neuen Abos. Hallo, herzlich willkommen. Heute Morgen waren es 1486. Vielleicht schaffen wir die 14 noch bis nächstes Mal, dass wir die 1500 voll haben. Würde mich mega freuen. Also ich freue mich über jeden Einzelnen. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Die meisten herze ich nur. Wenn dann irgendwelche Fragen sind oder so, beantworte ich die natürlich. Und da komme ich auch gleich noch auf was zurück. Später bei den Sachen, die ich gerade in Arbeit habe. Dann habe ich bei Instagram mittlerweile auch 575 Follower, wie man ja so schön sagt.
Freue ich mich natürlich auch sehr drüber. Vielleicht schaffen wir die 600 ja auch noch. Also wirklich, bin echt überrascht. Ich denke immer, wer will denn meine Videos sehen, ne? Aber ich kriege wirklich sehr viel positiven Zuspruch, auch gerade gestern noch von Geli. Vielen Dank nochmal dafür, für die schöne Zeit gestern mit dir. Es war richtig, richtig toll. Ja, fangen wir an mit den fertigen Sachen. Ihr seht, das erste fertige Teil habe ich an. Dafür habe ich ganz genau eine Woche gebraucht. Das war so ein Suchtprojekt. Ich weiß gar nicht warum, weil es ist eigentlich nichts Besonderes. Die Grundanleitung ist das Luftig von Nicolor. Die macht ja immer Anleitungen, wo man nur, ja, wo man jede Wolle machen kann, nehmen kann. Maschenprobe muss man, sollte man möglichst machen. Und macht sie eigentlich toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei diesem Shirt stören mich zwei Sachen. Erstmal muss ich hier vorne ziemlich viel hin und her stricken, was ich nicht so gerne mache, wenn ich von oben nach unten stricke. Und trotz Maschenprobe sind mir die Ärmel eigentlich zu eng. Und das ganze Shirt ist mir eigentlich auch ein bisschen zu eng. Ich stehe mal eben auf, ich ist ein bisschen schlecht hier, weil ich sitze auf dem Sofa oder auf Bett. Es hätte ein bisschen weiter sein können. Normalerweise habe ich das, wenn das hier unten passt, dass ich keine A-Linie machen brauche. Bei dem nächsten, das ich in Arbeit habe, habe ich jetzt mit A-Linie angefangen. Die Wolle, bunte Wolle hat genau so gereicht. Ich habe, glaube ich, noch einen Meter über. Ich habe dann, wie ihr seht, die Streifen immer größer bzw. kleiner werden lassen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich mag das sehr. So kann man verschiedene Reste und verschiedene Wollen miteinander gut kombinieren. Das ist Bobbelwolle von Bobbeltastisch. Mein bevorzugter Bobbellieferant, das Weiß ist ein bisschen mit Glitzer, das zeige ich euch gleich noch, weil da ist ja noch was von übergeblieben, da ist es drin. Und das andere ist ein dreifädiger Bobbel, das nennt sich Sobbel, das war mal gedacht für Socken. Sollten 500 Meter gewesen sein, ich denke, es war weniger, ich habe den geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal, liebe Eva, weil normalerweise brauche ich für ein ganzes Shirt nur 600 Meter. Also, keine Ahnung, ist ja auch egal, es hat gereicht. Es gefällt mir, es ist luftig, wie der Name ja auch sagt. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, für den Sommer mag ich diese Mischung Polybaumwolle sehr, sehr gerne. Baumwolle an sich ist mir zu schwer. Alles andere ist natürlich auch sehr, sehr warm hier. Also wenn wir jetzt heute schon 26 Grad haben und wir haben im Sommer oftmals 35, dann kann ich auch sowas schon nicht mehr anziehen. Zumal dieses tatsächlich etwas zu eng ist. Aber ich werde es anziehen, ich werde es nicht wieder ribbeln. Ja, und das ist das Einzige, was ich fertig habe. Ich habe nicht viel geschafft in den 2 Wochen, weil ich unter anderem einige Sachen geribbelt habe. Ich habe meine Big Love Jacke geribbelt. Die war ungefähr so, ja, ich hatte die Arme abgeteilt und hatte ungefähr so 5 cm gemacht. Und habe so gedacht, boah, das sieht ja riesig aus. Die soll ja groß sein. Und ich habe genau die gleiche Maschenprobe wie in der Anleitung und ich habe genau die gleichen Maße, wie in der Anleitung als Beispiel angegeben sind. Also obenrum 92 und dann gibt sie ja, ich weiß nicht, wie viel Zentimeter, müsste ich nachgucken dazu. Also hier habe ich die Größe M2 gestrickt. Also wenn ich den Arm mal so mache, dann ging der Ärmel fast bis zum Ellenbogen und so weit war die Jacke dann auch. Also das war mir dann doch zu weit. Die habe ich geribbelt. Ist ja eine Winterjacke. Liegt erstmal in der Ecke. Werde ich im Herbst garantiert stricken, weiß ich. Aber jetzt im Moment ist mir mehr nach Sommer. Heute ist es ja noch schön. Morgen soll es auch noch so um die 20 Grad. Und dann wird es wieder ein bisschen kühler, wie es eigentlich normalerweise um diese Jahreszeit auch ist. Aber es ist natürlich schön, gerade über die Feiertage, wenn das dann Wetter dann natürlich mal toll ist. Oder über ein Wochenende, sagen wir mal so. Weil Feiertage, ich halte ja. Bin ja kein Feiertagsfan, wisst ihr ja. Weder Ostern noch Weihnachten noch sonst irgendwas. Ja, dann zeige ich euch, was ich in Arbeit habe. Das erste hängt hier schon. Das ist wieder die Bobbelwolle, genau die gleiche wie diese. Das war der Rest oder ist der Rest. Das ist das Sabela von Isabel Krämer, also die Grundanleitung. Ihr seht auch hier oben. Mit dieser Schulterpasse, ich glaube, das ist die Continuous-Methode oder wie das heißt. Das wird halt komplett rund gestrickt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also, das ist eine Grundanleitung, die ich garantiert noch mal öfter machen werde. Sehr eingängig,
recht einfach wirklich geschrieben, die Anleitung, wirklich ganz toll. Ich habe jetzt die Ärmel abgeteilt, wie ihr seht. Ich habe es auch schon angehabt, es ist etwas weiter als dieses, aber ich habe trotzdem jetzt angefangen, A-Linie-Zunahmen zu machen. Hier habe ich wieder Bobbelwolle dazu genommen, wieder Streifen. Ich bin jetzt so weit, dass ich jetzt nur noch Mint, ja, Türkis, Mint ist das. Es kommt wieder nicht rüber, weil Türkis kann man irgendwie genau wie Rot nicht richtig einfangen. Das ist ein vierfädiger Bobbel. Ich zeige euch den gleich mit einem weißen durchgehenden Faden. Das war mal eine Wunschwicklung von mir. Manchmal hat, also zu der Zeit hat mich der Rappel gepackt. Da habe ich Bobbel gekauft ohne Ende. Und jetzt fange ich an, die halt zu verstricken. Gestrickt mit Nadel 3,5. Normalerweise stricke ich Bobbel mit gerne mit Holznadeln. Ich hatte mir letztes Jahr diese Puni-Nadel bestellt von und die mit der stricke ich dieses Bobbel wirklich gerne in 3,5. Leider ist mein Strickbild ziemlich unruhig. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich sehe jetzt nicht, ob die Kamera scharf stellt. Ich hoffe, das wird sich noch ein bisschen geben, wenn Entschuldigung, bin gegen mein Mikro gekommen, wenn das gewaschen ist. Und das ist ja auch das Schöne an der Bobbelwolle. Ich schmeiße in die Waschmaschine ein Wollprogramm. Normalerweise brauche ich noch nicht mal ein Wollprogramm. Es könnte auch die normale Wäsche nehmen. Aber ich habe halt angefangen, alles an Stricksachen im Wollprogramm zu waschen. Ja, und jetzt wird halt unten alles in dem Verlaufsbobbel. Der hat hier jetzt auch den ersten Farbwechsel schon gehabt. Ist ein bisschen wenig, hat aber den Grund, weil ich ein bisschen abgewickelt habe für die Ärmel. Ich habe nämlich keine weiße Wolle mehr genug für die Ärmel. Ja, das stricke ich so abends so vor mich hin. Bin im Moment wieder auf dem Serientrip. Ich habe eine alte Serie gefunden, die ich nie zu Ende geguckt habe. Die gucke ich mir jetzt gerade an. Ich bin bei Staffel 5 von 25, also das dauert noch ein bisschen. Ja, ich zeige euch mal den Bobbel. Also von dem hellen mit dem Glitzer habe ich zwei kleine Böbbelchen noch über. Ah, stellst du jetzt scharf? Ich sehe es leider auch nicht so wirklich. Ja, jetzt. Das ist ein vierfädiger Bobbel. Das ist irgendwie so. Moment. Das ist einmal der weiße Glitzerfaden. Dann ist das so ein Weiß und so ein helles Grau. Also ist eine wunderschöne Farbe. Habe ich ja mal gekauft für die Hochzeit meiner Kinder, für eine Stola. Und der zweite Bobbel ist, das ist der erste Teil. Das ist der, den ich jetzt gerade in Arbeit habe. Da sieht man kaum einen Unterschied von hell zu dunkel, also von dunkel zu hell. Und dann ist das noch der Rest. Aber den brauche ich dicke nicht. Da kann ich mir noch ein Shirt von machen. Dieses hier alleine sind insgesamt 305 Gramm waren das. Und ich habe ja kaum was verbraucht. Das ist, habe ich noch abgewickelt für die Ärmel. Das ist die dunkelste Farbe. Und das ist nach dem Farbwechsel. Weil ich halt von dem Weiß nur noch so wenig habe. Muss ich mal gucken. Ja, da stricke ich jetzt fleißig dran. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe den auch schon dreimal geribbelt. Ich hatte mit Grün, mit Mint angefangen oder mit Türkis angefangen. Dann gefiel mir das nicht. Dann dachte ich, wie machst du das mit den Ärmeln? Das ist auch irgendwie blöd, weil der Armausschnitt ja doch ziemlich groß ist, wie man sieht. Was ich aber gut finde. Ich stricke übrigens die Größe. Das ist die dritte Größe. Ich glaube, das ist L bei ihr. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Also bis ich so weit war, dass ich gesagt habe, okay, ich fange oben hell an und gehe dann ins Dunkle. Das war dreimal ribbeln. Einmal habe ich einen riesen Fehler drin gehabt, da ging gar nichts. Also da musste ich ribbeln. Da konnte ich nicht anders. Da habe ich die Zunahmen völlig falsch gemacht. Ja, und dann habe ich noch in Arbeit Socken. Restesocken natürlich mal wieder. Ich hatte euch ja letztes Mal welche in die Kamera gehalten. Die habe ich auch wieder aufgemacht, weil mir das auch nicht gefiel. Ich bin im Moment sehr unzufrieden mit dem, was ich mache. Also irgendwie alles gefällt mir irgendwie nicht so wirklich. Strickflow ist irgendwie im Moment nicht so wirklich da. Und zwar stricke ich die aus diesem Pink, was ich euch ja schon mal gezeigt hatte. Das ist Lana Grossa meilenweit. Ich zeige euch das mal hier. Das ist noch ein Knäuel. Da habe ich ganz viele Knäuele von gekauft, weil die im Angebot waren und ich fand diese Mischung mit Pink und Rot
Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, fand ich so genial, dass ich gedacht habe, okay, also die kaufst du. War auch im Angebot, hier bei Müller. Und aus Resten, den ersten Rest kann ich euch schon nicht mehr zeigen. Der ist nämlich schon verwurstet. Das ist der zweite Rest. Das ist lila, ja, so ein helles Orange, pink, weiß, dunkelblau. Das ist eine Opalwolle vom Abo, irgendein Abo. Und wenn ich damit nicht mehr hinkomme, dann habe ich noch diesen Rest mit Orange. Was natürlich dann total knallt. Aber es sind halt Restesocken, ne? Und ich bin jetzt, ich stricke ja immer zwei gleichzeitig, soweit. Ich habe die Ferse fertig, habe jetzt ein Stück gestrickt. Ist ja so schlecht zu zeigen. Mensch. Schlecht zu zeigen. Also da unten ist der erste Rest. Na, stell doch mal scharf jetzt. Magst du wieder nicht? Okay. Machen wir das mal so. Ja, jetzt sieht das, glaube ich. Da sieht man auch gut den Wechsel von Pink zu Rot, von der meilenweit. Ich habe aufgehört mit dem Schaft, als der erste Rest zu Ende war. Dann habe ich das Käppchen in dem Pink-Rot gestrickt und habe dann zu der anderen Farbe gewechselt. Und da habe ich hier jetzt dieses fast weiß gerade auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war es dieses helle Orange. Und das wird jetzt auch dunkler. Ich stricke Helix oder Gumgum, wie man es in Deutschland sagt. Drei rechts, zwei links. Den kompletten Schaft. Normale Käppchenferse. Auf dem Oberfuß mache ich das weiter. Und dann die normale Bandspitze wird es. Das werden noch Socken für mich, die behalte ich mir selber. Also Größe 37,5. Und aus dem Rest mache ich dann wieder welche. Und die wandern dann wieder in die Spendenkiste. Ich muss mich ein bisschen sputen, weil ich wollte pro Monat zwei Paar Socken machen. Ein paar für mich und ein paar für die Spendenkiste. Beziehungsweise mindestens ein paar für die Spendenkiste und für den April habe ich noch keine. Und heute ist schon der 17. oder 18. 17. So, und jetzt kommen wir dann zu dem, was ich noch sagen wollte. Also, erstmal möchte ich euch danken für die ganzen vielen Tipps, wie man Fäden einweben könnte nach der Westmethode, nach den anderen ganzen Methoden, dass manche den Frankfurter Knoten benutzen, damit man keine Fäden vernähen muss. Das habe ich alles ausprobiert. Die Methode, die ich für mich am besten finde, habe ich in Video 13 verlinkt. Ich werde es aber hier auch nochmal verlinken. Ich weiß, dass das Video 13 war, weil ich nachgeguckt habe. Und ich vernähe grundsätzlich. Für mich ist ein Strickstück nicht fertig, wenn die nicht die Fäden vernäht sind. Auch wenn ich es vielleicht gar nicht muss, weil durch die Methode, die ich nehme, könnte ich rein theoretisch auch die Fäden hängen lassen. Aber erstens mag ich das nicht und zweitens habe ich das ganz oft gehabt schon, dass nach dem Waschen die Fäden vorne wieder rauskommen und das finde ich blöd. Also kann ich sie gleich vernähen. Und dazu kommt noch, mir macht Fäden vernähen überhaupt nichts aus. Das gehört für mich genauso dazu wie das Anschlagen und das Abketten. Und wenn ich eine Socke also abkette, beziehungsweise ich mache mittlerweile ja vorne an der Spitze das Zusammenstricken mit einer dritten Nadel. Lass dann so je nach Größe 6 bis 8 Maschen pro Nadel in diesem Moment über. Dann habe ich den Faden in der Hand, dann nehme ich mir gleich eine Nadel und dann wird gleich vernäht. Das gehört für mich genauso dazu wie alles andere zum Stricken. Und es macht mir auch nichts aus. Ich persönlich kann es tatsächlich nicht nachvollziehen, wenn Leute Wochen, Monate lang Sachen liegen haben, die eigentlich fertig sind, wo nur noch ein paar Fäden vernäht werden müssen. Bei diesem Teil hier zum Beispiel habe ich, weil das hier oben der Abstand sehr groß war, in jedem Streifen, das sind zwei Fäden. Ja und? Fertig. Das geht so schnell. Und dann kann ich es in den Schrank hängen oder waschen oder wie auch immer. Beziehungsweise meistens vernähe ich mittlerweile die Fäden, wenn ich es schon gewaschen habe. Das geht doch rucki-zucki. Gut, bei den Restesocken, die ich letztes Mal gezeigt habe, das waren 45 Fäden pro Socke.
Das ist schon ein Aufwand. Also Restesocken machen insgesamt mehr Aufwand, als wenn man aus einem Knäuel strickt. Aber wie gesagt, mir macht das überhaupt nichts aus. Ich danke euch trotzdem für die ganzen vielen tollen Tipps. Also die Verwebmethode von Herrn West, der magische Knoten oder Frankfurter Knoten. Ganz, ganz viele Tipps haben mich da erreicht. Vielleicht hilft euch das. Die Methode von West hat die Zuschauerin auch verlinkt. Ich habe aber eigentlich gedacht, man kann in Kommentaren keine Links reinsetzen. Gut, okay. Wenn es geht, ist es in Ordnung. Habe ich nichts gegen, solange es kein Spam ist. Ja. Und die Socken werde ich jetzt gucken, dass ich die die Woche noch fertig kriege. Ich habe im Moment ziemlich viel Arbeit, deswegen komme ich auch nicht ganz so viel zum Stricken. Und das war es eigentlich schon. An meinem Lisannetuch ist nichts. Nicht eine Masche habe ich daran weiter gestrickt. Ich habe auch nichts Neues angefangen. Also ich bin im Moment, ich kenne mich selbst gerade nicht wieder. Weil normalerweise habe ich ja tausend Sachen. Ich habe nicht mal ein einziges UFO. Ich habe zwar ganz viel Wolle schon liegen für neue Projekte oder neue Projekte in Planung, aber ich denke, ich mache jetzt erstmal das Shirt fertig. Das ist ja nicht mehr so viel. Das sind noch, weiß nicht. Mal sehen, wie lange ich es mache. Ich weiß es noch nicht. Ich muss es anziehen. Und der Lisanne-Schal, ja, weiß ich noch nicht, ob ich den fertig mache. Ich denke mal ja. Die Socken, und dann Socken werde ich ja immer wieder auf der Nadel haben. Dann habe ich im Moment noch keinen. Also ich habe ein paar Projekte, die ich gerne machen würde. Zum Beispiel den Shifty von der Andrea Mauri. Aber das ist ein Winterobjekt. Das ist ein Winterpulli. Moment, na, bei 26 Grad ist mir nicht unbedingt nach Winter. Also vom Kopf her. Stricken ist mir egal. Ich stricke auch im Sommer alles. Nicht nur Baumwolle oder so. Aber vom Kopf her ist mir im Moment jetzt nicht nach Winter. Ich fand den Winter sehr lang dieses Jahr. Ja, weil im November hatten wir ja 4 Wochen irgendwie nur Regen. Dann hat es überhaupt nicht geregnet bis Februar. Dann hatten wir den wunderbaren, schönen Februar. Dann hatten wir einen März, wo ich gedacht habe, ich bin im November in Deutschland. Also ganz merkwürdiges Wetter. Jo, was habe ich noch vor zu stricken? Moment, ich muss mal eben meine. Das ist so eine billig Plastikbrille von, keine Ahnung was, irgendein Discounter oder so. Und ganz ehrlich, da kann ich auch nicht viel sehen. Zumal ich ja auch das Problem habe, dass ich sehr lichtempfindlich bin. Ich habe hier Pläne 2020, ich habe mir einen Ordner gemacht, da habe ich mir ein paar Anleitungen reingepackt. Ach so, ein Tuch, das hatte ich euch auch schon mal gezeigt, das ist das Adori. Das ist ein Tuch für, mit Lochmustern für einen Strang oder einen Knäuel. Was ist das? Ah ja, das ist ein Shirt, das ist auch eine kostenlose Anleitung, das heißt At the Seaside. Das ist auch mit der Continuous-Methode hier oben gestrickt, auch in einem Stück mit V-Ausschnitt und Streifen. Da bin ich noch am Überlegen. Ich suche ja immer so eine Anleitung, so eine Grundanleitung für verschiedene Wollen, für verschiedene Größen, wo man dann, was weiß ich, Streifen macht oder ein Muster einarbeitet oder ein Zopf oder was weiß ich. Was habe ich hier? Das ist auch noch ein Shirt. Das ist eine englische Anleitung mit einer Rundpasse. Was ist das? Das ist eine Winterjacke. Ich guck gerade mal. Dann habe ich hier noch ein Shirt mit einer Rundpasse. Ich werde euch die unten mal verlinken. Dann habe ich hier noch einen Schal, den ich gern schön fand. Aber das ist auch so ein Winterprojekt. Genau wie der Find Your Fate. Dann habe ich von Schachenmeier noch einen Kurzarm-Pulli-Anleitung gefunden. Die habe ich aber auch schon ganz lange, weil ich habe im Moment nach Rundpassen-Pullis geguckt. Ich bin ganz ehrlich, ich gebe es zu, ich habe noch nie eine Rundpasse gestrickt. Immer bisher Raglan oder halt diese Methode mit dem Continuous. Und ich habe ein Shirt gestrickt von Drops. Das ist das Timeless Beauty. Könnt ihr gerne mal gucken oder ich verlinke euch das. Das ist auch rund gestrickt mit einer Rundpasse in Kraus rechts. Und da habe ich die Rundpasse in Raglan umgewandelt, weil ich erstens keine Lust hatte, Kraus rechts in Runden zu stricken. Und zweitens, weil man in dem Beispiel, also auf der
Seite von Drops die Zunahmen so extrem gesehen hat, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat. Und da habe ich dann ganz einfach eine Raglan von gemacht. Das ist auch ein schönes Teil, aber ich habe ein bisschen zugelegt und es war ein bisschen eng. Ich habe sie nämlich gestern angehabt und es war dann doch ein bisschen sehr eng. So, jetzt habe ich noch, was habe ich hier noch? Ja, die Continuous-Methode, die Grundanleitung. Ach so, und ja, und ein Tuscher habe ich hier auch noch. Weil das Erste. Die Grundanleitung ist ja immer, die ist immer ähnlich. Das Letzte, was alle gestrickt haben mit diesen Blättern, mochte ich nicht so. Ich mag aber die Form des Tuches. Das, weil man sich das auch gut über die Schultern legen kann, weil ich ja immer diese Hitzewallungen habe. Obwohl die im Moment weniger geworden sind, Gott sei Dank. Ein Tuch kann man mal eben schneller umlegen als oder ablegen als eine Jacke an- und ausziehen. Aber das rede ich schon seit Jahren, dass ich mir so ein Tuch machen will. Ja, was kann ich euch denn noch erzählen? Ich will das heute auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Jetzt muss ich aber erst mal gucken, wie viel haben wir denn überhaupt? Ach, erst 24 Minuten. Da könnt ihr mal sehen, wenn ich alle 14 Tage aufnehme, was davon wird. Nix. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Ach so, normalerweise mache ich ja hier in meinem Heftchen, schreibe ich mir ja auf, wann ich was angefangen habe oder so. Ich habe den ganzen März bis einschließlich heute nicht eine einzige Notiz gemacht. Das ist völlig untypisch für mich. Ja, dann kann ich euch vielleicht noch ein bisschen was zur Insel erzählen. Ich war gestern zum Frühstück eingeladen von einer Freundin, die zu Besuch war. Die sind heute Morgen wieder zurückgeflogen. Also nicht bei mir zu Besuch, sondern auf der Insel zu Besuch. Kennt ihr das? Wenn ihr einen Menschen kennenlernt und denkt oder das Gefühl habt, die Person kennt ihr schon euer ganzes Leben lang? Das habe ich mit dieser Freundin. Deswegen bezeichne ich sie jetzt auch als Freundin. Wir haben uns kennengelernt durch eine gemeinsame Bekannte. Erstmal online. Dann haben wir festgestellt, oh, wir stricken ja beide. Und dann haben wir uns persönlich kennengelernt letztes Jahr bei dieser besagten Freundin oder Bekannten. Sie hatte ein paar Leute zum Essen eingeladen und da waren wir halt beide. Und haben uns vielleicht eine halbe Stunde oder so unterhalten. Das war letztes Jahr im Sommer, ich glaube im August oder September. Und seitdem haben wir eigentlich nur über Facebook mal ein bisschen. Sie hat mir übrigens auch Wolle geschickt. Das habe ich euch auch mal gesagt. Das ist die gute Frau, wo ich gesagt habe, die hat ein Maschenbild, das sieht aus wie mit einer Maschine gestrickt. Ja, Facebook hin und her und bla. Und gestern haben wir uns das erste Mal dann seitdem wiedergesehen. Das sind ja dann ja jetzt auch 8 Monate. Ja, und wir haben gestern stundenlang an der Playa gesessen. Sie hatte noch jemanden dabei, also zwei Personen, und die waren am Strand, haben am Strand gelegen, weil es war wirklich irre warm. 26 Grad, also das ist der Wahnsinn. Und ich bin nicht so der Strandlieger und sie auch nicht. Und dann haben wir uns auf die Mauer gesetzt. Außerdem sind wir beide Raucher. Und dann stundenlang. Also wirklich. Wir haben gar nicht gemerkt, wie die Zeit verging. Und das ist so toll. Also ich bin so dankbar dafür. Das ist, bei uns sagt man, ein Kopf, ein Arsch. Also passt. Ja, und wir sehen uns im August wieder, wenn ich hier in Deutschland bin. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da werden wir wahrscheinlich auch wenig schlafen, so viel sabbeln. Das ist echt toll. Also, sowas habe ich echt selten, aber die gehört echt dazu. Das ist toll. Und wie gesagt, also die Insel ist brechend voll. Ich habe es an Ostern selten so voll gesehen wie jetzt. Ich glaube, ab morgen oder ab übermorgen entfällt bei uns auch die Maskenpflicht in Innenräumen, außer in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich werde, wenn ich einkaufen gehe, trotzdem Maske tragen. Oder wenn ich irgendwo bin, wo es sehr voll ist und wo die Leute eng zusammensitzen. Ich habe mich jetzt 2 Jahre erfolgreich gedrückt. Und in meinem, ich sag mal, Dunstkreis. Also jetzt nicht im persönlichen Umfeld mit Personen, mit denen ich Kontakt hatte, sondern im allgemeinen Freundeskreis
waren jetzt 5 Leute, die sich infiziert hatten. Und eine davon hat zu mir gesagt, sagt sie, was bin ich froh, dass ich dreimal geboostert bin, dreimal geimpft bin. Und jetzt nur diese Omikron-Variante ist, die hat sie umgehauen. Sagst du, wenn das jetzt noch die Delta wäre, weiß ich nicht, was passiert wäre. Da wäre sie wahrscheinlich auf der Intensivstation gelandet, weil die hat es richtig umgehauen. Und eine andere Bekannte sagte, sie hatte dann noch Magen-Darm- und Grippesymptome, die hat auch 5 Tage flach gelegen. Eine andere Bekannte hatte gar nichts, Kopfschmerzen einen Tag und ist 2 Tage später wieder arbeiten gegangen. Es ist wirklich total unterschiedlich. Aber ich muss es trotzdem nicht haben. Letztes Wochenende ging es mir auch nicht gut, aber da hatte ich, bin immer noch erkältet, also ich kriege das auch irgendwie nicht weg. Aber Tests sind immer negativ, ne? Naja. Gut, ihr Lieben, dann wird das heute tatsächlich mal nur so ein knappes halbe Stunden Video, etwas länger, weil ich ja immer noch einen Vorspann mache und die Fotos dranhänge. Oh, Moment, ich muss mal eben meinen Strom anmachen hier. So, ich habe hier so eine Leiste mit Schalter. Wir haben jetzt, ja, 30, 29 Minuten. Ich werde jetzt auch weiterhin meine Terrasse genießen. Gleich habe ich noch ein Telefonat mit einer Freundin in Deutschland. Ich wünsche euch einen super schönen Sonntag noch, eine tolle Woche. Genießt die kurze Woche, wer sie hat. Ich arbeite morgen. Für mich ist es eigentlich eine normale Woche, wobei ich morgen natürlich nur 4 Stunden mache, ne? Also so sonntags und feiertags arbeite ich immer nur 4 Stunden im Moment noch. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Vielleicht habe ich dann ja ein bisschen mehr geschafft. Vielleicht mache ich auch nur ein kurzes Update. Ich habe nichts zu zeigen. Ich melde mich in der Woche. Also wenn das so weitergeht wie jetzt im Moment, dann habe ich tatsächlich nicht viel zu zeigen. Aber schauen wir mal. Vielleicht kommt meine Stricklust ja wieder. Und so größere Projekte wie Pullis, das dauert halt auch ein bisschen länger als immer ein paar Socken oder so. Lasst es euch gut gehen, genießt eure freie Zeit, genießt auch die Zeit, die ihr nicht frei habt, wo ihr eure Verpflichtungen habt. Nicht, dass ihr euch in irgendeiner Art und Weise quälen müsst. Ich habe gemerkt, gerade in letzter Zeit, wenn ein Job Spaß macht, also das hat schon viel, wie soll ich das ausdrücken? Also viele sagen ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe im Moment einen Job gefunden, der mir richtig viel Spaß macht und wo ich nicht morgens zur Arbeit fahre oder den PC anmache, weil ich ja zu Hause arbeite mit dem Gedanken, jetzt muss ich wieder arbeiten. Nö, im Moment macht es mir wirklich viel Spaß. Da kam auch die Frage, was ich mache. Ganz kurz, ich arbeite für ein Callcenter, aber zu Hause. In der Telekommunikation. So, ihr Lieben. Prinz Charlie hat es sich schon bequem gemacht. Der liegt nämlich am liebsten auf dem Kissen. Ich denke, ich werde die Folie gleich noch mal ein Stück höher hängen. Das mache ich immer so wie im Zelt, wo man die Tür so aufrollt und dann oben festmacht. Weil im Moment regnet es halt ab und zu noch ein bisschen und dann muss ich die runter machen, weil sonst ist hier das ganze Bett nass. Ich hänge euch noch ein paar Fotos dran, die ich gerade heute gemacht habe. Einmal noch so von der Terrasse. Dann von meiner dritten Katze, die Wilde, die ich im Moment fütter. Da konnte ich heute Morgen ein ganz tolles Video machen. Und mal sehen, was ich noch so an Fotos finde. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Wir hören uns in 2 Wochen auf alle Fälle und sehen auch uns in 2 Wochen. Vielleicht nur kurz mit einer Ankündigung. Ich weiß es noch nicht. Bis dann. Tschüss. Das ist Minka. So habe ich sie getauft. Eine wilde Katze, die mich jetzt auch schon ungefähr 1 Meter rankommen lässt. Ich fütter sie seit ungefähr 6, 7 Wochen. Es scheint, dass sie Nachbarn hier gelassen haben. Und wunderschönes Tier, Mädchen, weil ich weiß, dass sie letztes Jahr 4 Babys hatte. Das habe ich nämlich bei den Nachbarn im Garten gesehen. Wie gesagt, mittlerweile darf ich rankommen, ohne dass sie sofort abhaut. Ich will versuchen, sie einzufangen und zu gucken, ob sie kastriert ist. Ich hoffe, sie ist noch nicht trächtig, weil die Zeit ist ja jetzt dafür. Oh, mal schauen. Wie man sieht, hat sie einen gesunden Appetit. Und sie steht auch morgens schon immer hier und guckt, wo das Futter bleibt. Das Trockenfutter steht hier immer. Und ich habe hier so eine Wand hingemacht, weil es ja sehr viel geregnet hat in den letzten Wochen und dass das Futter nicht nass wird. Sie hat auch keine Angst vor den Hunden. Charlie guckt nämlich immer, ob was runtergefallen ist.
Nicht, Mäuselchen? Jo, feines Mädchen.